und es ist schon kurz nach 8 abends und ja, es tut mir leid, ich habe euch heute etwas sehr wenig mitgenommen, ich habe es zwischendurch einfach vergessen. Bei dem Buch, Den Mund voll ungesagter Dinge, bin ich im Moment auf Seite 113 und beziehungsweise Zwischen den Welten heißt die Überschrift auf Seite 112 und muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe eher das Problem, dass ich weiterlesen möchte, aber nicht so richtig kann. Also es zieht mich schon rein, das Buch. Also ich möchte unbedingt weiter erfahren, wie Sophie das Ganze weiter erlebt. Nur um mal kurz auch ein bisschen den Inhalt zusammenzufassen. Also Sophie ist 17 Jahre alt, sie zieht mit ihrem Vater von... Habe ich natürlich wieder vergessen. Von... Berlin? Nein. Jetzt muss ich spicken. Von Hamburg. Oh Gott. Also von Hamburg nach München. Sie findet es ganz furchtbar, erstens nach Bayern und zweitens, verbindet sie ganz viele viel zu perfekte, schreckliche Dinge mit ihrer neuen Stiefmutter. Und dann kommen zu allem auch noch zwei Brüder dazu, Stiefbrüder. Und ein Hund namens Carlos. Allerdings ist Carlos so ein bisschen die Verbindung. Also Carlos ist ein Mischlingshund, den Lena, also die Stiefmutter, nicht so ganz besonders mag. Und ja, also ich finde, das ist bisher sehr schön und man versteht den Trotz, den Sophie an den Tag legt. Und die Ablehnung gegen ihren Vater und gegen die neue Stiefmutter eben und die ganze Situation. Allerdings, wie gesagt, also es hält mich davon ab, oder ich halte mich davon ab, weil ich Angst habe, dass ich zu schnell durch bin mit dem Buch. Also ich habe richtig Schiss davor, dass das zu schnell vorbeigeht und ich nicht, dann nichts mehr hier habe von Anne Freitag, was ich direkt weiterlesen könnte und ja warten muss, bis ich irgendwas Neues von ihr lesen kann. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe bisher erst... ihren Jugendroman, also ihren super mega Erfolg gelesen, Mein bester letzter Sommer mit Tesca, und die Romane vorher habe ich noch nicht gelesen von ihr, drei Stück sind das, soweit ich weiß. Würde ich eigentlich auch ganz gerne mal lesen, habe ich aber noch nicht hier. Und alles, was sie unter ihrem Pseudonym Ellie Taylor veröffentlicht hat, habe ich auch noch nicht gelesen. Möchte ich aber noch lesen. Zumindest die New York Diaries-Reihe, die ja, ich glaube jetzt im April, Anfang April, kommt der dritte, Phoebe kommt glaube ich raus, und Zoe, der vierte, müsste dann noch im Juni, Juli, glaube ich, kommen. Genau. Und das war es jetzt eigentlich schon hier an dieser Stelle für den zweiten Lesetag. Ich habe nicht viel gelesen, denn ich habe ein bisschen meinen Kleiderschrank aussortiert und ausgemistet und war mit Sport machen, Musik machen beschäftigt. Möchte euch aber da möglichst bald auch mal noch ein bisschen einen Einblick geben. Und ich hoffe, das schaffe ich in den nächsten Tagen, denn es geht natürlich weiter und ich halte euch dann auf dem Laufenden, wie es mit dem Buch auch weitergeht. Gut, dann hoffe ich, habt ihr noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!